Namaste, ihr Lieben. Heute habe ich ein Video für euch, wo es um die Füße geht. Und für die Füße braucht ihr einen Ball. Welchen Ball ich benutze, werde ich euch noch einstellen. Aber ihr könnt natürlich auch immer gerne, wenn ihr jetzt keinen speziellen Ball habt, das mit einem Tennisball mal ausprobieren und euch dann überlegen, ob ihr vielleicht einen anderen Ball euch holen möchtet. Die Oberfläche des Tennisballs ist natürlich ein bisschen eine andere, wie jetzt die des Balles, das Ball, das ich jetzt hier benutze. Aber ich finde, ich habe mit Tennisbällen selber angefangen und ich finde es einfach mal so ein guter Start, um herauszufinden, wie sich es anfühlt. Dafür legst du den Ball vor dich auf den Boden, kommst erstmal zum Stehen, schließt deine Augen und spürst in deine Füße hinein. Wie stehst du? Wo verlagerst du dein Gewicht hin? Mehr nach vorne, mehr nach hinten? Mehr nach außen, mehr nach innen? Mehr auf den rechten Fuß, mehr auf den linken Fuß? Nur eine kurzes Hineinspüren. Wackelst du leicht, wenn du die Augen schließt und in den Körper hineinspürst, oder stehst du stabil? Und dann beginnen wir mit dem rechten Fuß. Und zwar, wenn du von deiner ersten und zweiten Zehe, also großer Zehe und zweiten Zehe, ich wackele ein bisschen heute, wartet mal, ich nehme mal die Wand hier hinter mir. Und du gehst zwischen deiner großen Zehe und der zweiten Zehe über den Zehenballen. Von diesem Punkt hier möchtest du beginnen, also zwischen großer Zehe und zweiter Zehe, hinter dem Zehenballen. Und da bringst du mal den Ball hin und sinkst hier erstmal hinein. Das heißt, wenn ich gehe ein bisschen zur Seite, dann siehst du meinen Fuß in den Ball. Und wichtig ist, dass du hier nicht auf dem Zehenballen direkt drauf bist. Die Zehen sind frei. Und du hast eine schöne gerade Ausrichtung. Du möchtest nicht den Fuß irgendwie ausgedreht haben, sondern deine Kniescheibe. Und deine zweite Zehe haben sie etwa die gleiche Richtung, in diese schauen. Und du sinkst hier in den Ball hinein. Ich sage mal, ich drücke den Ball auch so ein bisschen wie eine Orange. Erstmal so ein paar Mal, um Kontakt aufzunehmen. Ich drehe mich nochmal nach vorne, damit du gleich besser siehst, was ich mit meinem Fuß mache. Und dann hältst du diesen Druck, so viel Druck, wie es für dich angenehm ist, und lässt den Fuß so nach außen gleiten, sodass die Außenseite des Fußes, die kleinen Zehseite, Richtung Boden ist. Gefühlt hängt der Fuß jetzt so ein bisschen über dem Ball drüber. Fünfmal spreizen wir jetzt die Zehen und entspannen die Zehen. Wir spreizen und entspannen. Spreizen und entspannen. Nochmal spreizen, entspannen. Spreizen, entspannen. Noch ein letztes Mal spreizen, entspannen. Und dann nimm die Außenkante ein bisschen weg und mach so eine Rotation deines Fußgelenkes nach innen und außen. Und der Ball rollt hinter dem Zehenballen von Außenkante, Innenkante, Fuß. Ganz entspannt. Und dann kommen wir als nächstes Mal, wenn dein großer Zeh wie so ins Wasser dippt, so zur Seite. Jetzt bist du praktisch so zwischen kleinem Zeh und der vierten Zehe vorm Zehenballen. Und dann bleiben wir hier, lassen den Fuß einfach hier drauf entspannen. Fünfmal spreiz deine Zehen, entspanne sie. Spreize, entspanne. Spreize, entspanne. Nochmal spreizen, entspannen. Und noch ein letztes Mal spreizen. Und dann entspanne. Und dann komm zurück zur Mitte und dann gehen wir so ein paar Mal entspannt. So einfach entspannen, vorne zurückgehen. Gar nicht so viel Gewicht auf dem Ball. Dann noch einen letzten Punkt hier. Dann darf auch das Standbein links hier sich ausruhen. Am Anfang kann man natürlich immer wieder auch kurz eine Pause machen. Du kannst das im Stuhl machen. Der Stuhl ist ein bisschen schwieriger, weil du natürlich weniger Gewicht auf den Ball kriegst. Aber es ist immer eine Option, wenn das zu intensiv sein sollte. Und dann gehst du praktisch vor deinen Zehenballen, so Mitte vor deinen Zehenballen. Und der andere Fuß stellt sich so relativ, ein bisschen weiter nach vorne, relativ nah. Mein linker Fuß zum rechten Fuß. Und dann hebe ich die linke Ferse an, sinke hier hinein und halte das für einen Moment. Wenn das zu viel ist, kannst du hier auch wieder absinken und hochgehen. Ansonsten, wenn du kannst, halte es. Beug das rechte Knie ein bisschen. Strecke das rechte Knie. Beug das rechte Knie. Strecke es. Beuge und strecke. Nochmal beugen und strecken.
Noch ein letztes Mal beugen und strecken. Und dann komm nach unten, nochmal ausrollen, ganz sanft, ganz weich. Ganze Fußsohle, als ob du Lotion auf deine Fußsohle machen würdest. Lotion. Okay, wenn das Wort nicht aussprechen kann. Komm zum Stehen und spür beide Füße jetzt. Schließ deine Augen nochmal und spür den Unterschied zwischen deinem rechten Fuß und deinem linken Fuß. Ob du das Gefühl hast, der Fuß steht fast ein bisschen tiefer, als ob da jetzt ein Loch wäre. Das Bein fühlt sich vielleicht ein bisschen länger an. Vielleicht fühlt sich die ganze Gesäß, Rückenseite sogar ein bisschen entspannter an auf der Seite. Lass uns einmal einatmen, die Arme nach oben nehmen. Ausatmen, die Hände vom Herzen nach unten. Die Fingerspitzen auf deine Schultern. Ein paar Mal die Ellbogen nach hinten kreisen, bevor wir den anderen Fuß gleich machen. Wenn du das nächste Mal kreist, lässt du deine Arme nach unten gehen. Atmest nochmal ein über vorne. Aus über die Seiten nach unten. Und dann nehmen wir den anderen Fuß. So, zwischen großer Zeh und zweiter Zeh gehst du über den Zehenballen, kommst dann hinterm Zehenballen zum Stopp und dann erstmal hier hinein, so als ob du eine Orange ausdrücken würdest. Den Ball sanft drücken und wieder loslassen. Drücken und wieder loslassen. Siehst du, jetzt sind wir von der Seite extra gegangen, dass du so etwas siehst, dass meine Zehen, meine Zehenballen sind hier frei, meine Ferse ist noch auf dem Boden. Das erlaubt mir hier relativ gut den Ball zu kontrollieren und in den Ball hier hineinzuschmelzen. Am Anfang bringst du vielleicht ein bisschen weniger Gewicht in den Ball hinein, ist nur so ein ganz kleines Verlagern. Je öfter du das machst, desto mehr merkst du natürlich, umso mehr Gewicht kannst du hier hineinbringen. Ich drehe mich nochmal nach vorne, dass du jetzt siehst. Du siehst dann meine Kniescheibe, Zehen, Beine schauen in die gleiche Richtung, der Fuß ist halt irgendwie so ausgedreht. Und dann sinke ich in den Ball hinein und lasse meine Außenkante, die kleine Zehseite, Richtung Boden sinken. Vielleicht ist hier am Boden vielleicht nett, aber so Richtung Boden, dass du das Gefühl hast, der Fuß hängt jetzt so ein bisschen auf dem Ball drauf. Fünfmal spreiz die Zehen und entspanne. Spreize und entspanne. Spreize und entspanne. Und spreize und entspanne. Noch einmal spreizen. Und entspannen. Und dann beginnst du ganz langsam wieder vom Knöchel so eine Innen- und Außenrotation entstehen zu lassen. Und mal geht der große Zeh vielleicht zum Boden oder Richtung Boden, mal der kleine Zeh. Sanfte Innen- und Außenrotation. Immer so viel Gewicht auf dem Ball, wie es für dich angenehm ist. Das nächste Mal, wenn der große Zeh so Richtung Boden dippt, dann schau, wie viel Gewicht kannst du hier nach vorne verlagern. Der Ball ist jetzt zwischen der kleinen Zehe und der vierten Zehe vorm Zehenballen. Und auch hier fünfmal spreiz deine Zehen, entspanne. Spreize, entspanne. Spreize, entspanne. Noch zweimal spreizen, entspannen. Noch ein letztes Mal spreizen. Oh, dann sinke. Ich nehme meinen hinteren Fuß ein bisschen nach vorne und dann rolle ich ganz entspannt. Ich gebe mal ein bisschen zurück, dass ich wieder ein bisschen besser laufe ich aus dem Bild raus. Den Fuß hier ausrolle. Die ganze Fußsohle. Ganz entspannt. Und dann machen wir unseren letzten Punkt hier, und zwar vor dem Fersenballen. Vor dem Fersenballen kommst du in der Mitte, auch hier wieder, wenn du siehst von der Seite hier, ich bin nicht auf dem Fersenballen drauf, ich bin hier vor dem Fersenballen. Habe ich auf der anderen Seite Fersenballen gesagt oder vielleicht falsch Zehenballen? Wenn ich das getan habe, dann bitte ich zu entschuldigen. Und du willst hier hineinsinken erstmal. Dann gibt es die Option, dass du hier anhebst und absenkst und bringst das Gewicht rein und wieder ein bisschen weg. Wenn sich das okay für dich anfühlt, kannst du hier auch die Ferse, die rechte Ferse, gehoben halten und du beugst das linke Knie und du streckst. Und du beugst ganz bewusst das linke Knie und streckst. Schau, was für dich passt, sodass die Intensität nicht so viel wird, sodass du entspannt weiter atmen kannst. Und noch ein letztes Mal beugen und strecken. Und dann ich drehe nochmal zu euch nach vorne, nimmst auch hier nochmal, als ob du
Lotion auf, deine Fußsohle machen würdest, roll nochmal die ganze Fußsohle aus. Das fühlt sich so gut an. Und wenn wir jetzt gleich den Fuß wegnehmen, du dich nochmal hinstellst, spür einmal in deine beiden Füße hinein. Spür mal, wie du jetzt stehst. Vielleicht spürst du, dass du mehr geerdet stehst. Wir haben hier eine fasziale Kette, die verläuft von deinen Fußsohlen wirklich den ganzen Körperrückseite entlang und endet hier zwischen deinen Augenbrauen. Das ist eine ganz, ganz lange fasziale Kette. Und die Füße sind so das eine Ende, von dem wir beginnen können, das Ganze zu entspannen. Komm nochmal zum Stehen, im Einatmen die Arme hoch, ausatmen die Hände vom Herzen nach unten, Fingerspitzen nochmal auf die Schultern, diesmal kreise nach vorne oder kreise in die andere Richtung, falls du eben nach vorne gekreist hast. Lass den Atem ganz entspannt fließen. Und dann nimm die Arme nach unten, dann gehen wir noch einmal mit den Armen nach oben und über die Seiten nach unten. Dann kannst du den Ball zur Seite machen, kriegst ihn zur Seite. Dann wollen wir ganz kurz die Füße ein bisschen ohne den Ball aufwecken. Und zwar, geh nochmal zur Seite, dass du besser siehst, was ich mache. Ich hebe meine rechte Ferse an und dann beginne ich praktisch über die Zehen zu rollen, als ob ich so ein Loch mit meinen Zehen in die Matte hineinbohren wollte. Noch für 3, 2, 1, dann gehe ich in die andere Richtung. Immer so über die Zehen drüber, noch für 3, 2, 1, schüttel aus, mach das mit dem anderen Fuß, heb deine Ferse an und dann gehst du so auf die Zehen, Ball drauf. Kannst auch das so ein paar Mal machen, wenn dir das generell schwer fällt, bevor du dann anfängst hier zu kreisen. Genau, noch 3, 2, 1 und dann geh in die andere Richtung. Meine linke Zehen sind ein bisschen weniger kooperativ wie meine rechte Seite. Noch zweimal, noch einmal, schüttel aus. Dann machen wir noch zwei weitere Dehnungen für die Füße. Das heißt, du hältst dich hin, deine Knie sind gebeugt, verlagere dein Gewicht auf dein linkes Bein und nimm das rechte Bein nach hinten und hier wieder. Der Zehenspann ist auf dem Boden. Die Energie des Beines ist nicht einfach hier hinten abgestellt, sondern es ist so, als ob du das Bein so nach vorne wegkicken wolltest. Das heißt, ich ziehe so ein bisschen hier, ich roll mein Steißbein etwas ein, mein Schambein zieht ganz, ganz leicht Richtung Bauchnabel, also meine Körpermitte ist hier aktiv. Das Standbein ist ein bisschen gebeugt. Kannst auch hier mal schauen, was passiert, wenn du hier beugst und streckst so ein bisschen. Ist das angenehm oder ist es angenehmer, das Standbein in der gestreckten oder leicht gebeugten Variante zu halten. Ich bin heute ein bisschen wackelig. Auch hier kann man immer gern die Wand nehmen, kann einen Stuhl nehmen. Und wenn du mit mir zusammen am Bewegen bist, halt jetzt kurz inne. Spür noch einmal die Dehnung. Dann machen wir auch dieses Kicken. Du kickst nach vorne weg und schüttelst aus. Machen wir das zur anderen Seite. Du beugst beide Knie, verlagerst dein Gewicht auf dein rechtes Bein. Linker Fuß geht nach hinten. Denk dran, es ist nicht nur so ein Abstellen, sondern die Energie so nach vorne gehen. Das machen wir, deswegen die Wand, ich wackel heute ein bisschen. Und zwar nimmst du das Steißbein, ziehst so ein bisschen unter dich, Schambein Richtung Bauchnabel. Und dann spürst du hier die Dehnung. Vielleicht möchtest du es gar nicht so lange halten. Vielleicht merkst du, der Fuß fängt ja schnell an zu krampfen. Dann löst bitte auf. Es ist einfach auch eine Dehnung, die wir nicht so gewöhnt sind. Kannst hier aber auch gerne das Standbein ein bisschen beugen und strecken. Was definitiv, wenn du dich irgendwo festhältst, so wie ich gerade, etwas einfacher ist. Schau, wie sich das anfühlt. Atme tief ein und aus, halt nicht die Luft an. Entspanne auch deine Kiefergelenke. Und dann halte das Knie gebeugt vorne, spür nochmal die Dehnung. Und dann kicken wir den Fuß weg und schütteln einmal aus. Roll die Schulter nach hinten. Nach hinten, noch einmal nach hinten und roll die Schulter nach vorne und nach vorne und nach vorne und dann zieh die Schulter nochmal hoch, nimm sie nach unten. Manchmal hast du, ich baue so Spannung im Nacken auf, weil man natürlich immer nach unten zu den Füßen schaut. Jetzt kommst du nach unten für die letzte Dehnung und zwar ist die letzte Dehnung eine, wo wir die Zehen aufstellen wollen. Das heißt, die Zehen sind aufgestellt. Und du setzt dich entweder nach hinten ab
Oder du bleibst hier oben in dem knienden, also der hohen knienden Variante. Schau, was für dich passt. Achte darauf, dass die kleine Zehe, die tendiert so ein bisschen zu mogeln. Und wenn du die Fersen nur so minimal weiter auseinander bringst, spürst du manchmal, dass auch deine kleine Zehe hier Bodenkontakt hat. Und dann halte diese Dehnung. Währenddessen nehmen wir den Kopf und schauen über die rechte Schulter. Und drehen den Kopf über die linke Schulter. Einatmen in eine Richtung, ausatmen in die andere, nochmal ein und aus. Erlaube dir immer aufzulösen. Wir gehen noch einmal mit dem Kopf über die rechte Schulter und beginnen wir mit Halbkreisen. Kreisen den Kopf, einatmen in eine Richtung, ausatmen in die andere Richtung. Und dann komm langsam mit dem Kopf nach unten, Kinn zur Brust, heb deinen Kopf an und dann geh nach vorne. Löse deine Zehen auf, beweg die Füße leicht, kannst dann mal sowieso wie so Flams spielen, wenn das angenehm ist, oder so ein sanftes Kreisen entstehen lassen, die Zehen wieder bewegen, sind noch da, auch wenn es sich immer anfühlt, als ob die Zehen abbrechen würden. Und dann sind wir schon am Ende unserer Übung für die Füße. Das sind ganz einfache Übungen, die unheimlich gut sind, gerade wenn du merkst, du läufst sehr viel oder du hast Probleme morgens, wenn du aufstehst, dass du die Füße, dass du erstmal so warm laufen musst. Im Yoga ist es ganz toll natürlich für alle stehenden Übungen, unheimlich hilfreich für alle Übungen, die im Bereich der Gleichgewichtsübungen sind. Und generell, wenn wir natürlich viel auf den Füßen unterwegs sind oder auch einen Sportart machen, die laufen, oder sonstiges beinhaltet. Ich bedanke mich, dass du heute mit mir zusammen deine Füße mobilisiert hast. Gib mir einen Daumen hoch, wenn du das Video mochtest. Hinterlass mir einen Kommentar. Jede Interaktion hilft mir, gesehen zu werden auf YouTube, sodass ich mehr Leuten helfen kann, sich besser und wohler in ihrem Körper zu fühlen. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, abonniere diese kleine Glocke. Klick die an, dann kriegst du immer eine Information, wenn ich ein Video hochstelle. Und jetzt bin ich leise und still und wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Danke fürs Mitmachen. Namaste.